Hallo und einen wunderschönen guten, was auch immer. Ich begrüße euch zu Sydney Hunter and the Sacred Tribe auf dem C64 aus dem Jahr 2018. Also ein ziemlich neues Spiel, das ich mir bestellt habe und deswegen auch eine persönliche Geschichte dazu habe. Wenn die euch interessiert, dann seid ihr nach dem Intro noch da. Bis gleich. Auch schon wieder. Sydney Hunter and the Sacred Tribe, was so viel heißt wie Sydney Hunter und der heilige Stamm. Aus dem Jahr 2018 von Collector Vision. Wie gesagt, ich habe mir das Spiel bestellt, aber ich habe lange gewartet, bis ich es überhaupt gekriegt habe. Und als es dann kam, hatte es dann doch ein Geschmäckle. Aber nicht das Spiel selbst. Das ist toll, das zeige ich euch jetzt mal. Ja, du bist Sydney Hunter, der große Abenteurer und Entdecker. Und du erforschst die Yucatan-Halbinsel auf der Suche nach Schätzen aus der Vergangenheit. Und wie du da so am Forschen bist, wirst du mitten in der Nacht von einem geheimnisvollen Stamm gefangen genommen. Obwohl sie sagen, dass sie dir nichts tun wollen, bist du ihr Gefangener. Okay, was geht hier? Grüße, Fremder. Wir wollen dir nichts tun, aber unser Volk ist in Gefahr und wir brauchen deine Hilfe. Wir haben den Zugang zum heiligen Portal verloren, welches uns in die antike Maya-Stadt führt. Kannst du es finden? Ja, müssen wir mal gucken. Dann geht's los. Was können wir denn hier? Im Moment können wir sprengen und laufen. Okay. Da hinten geht's nicht weiter. Ja. Das ist Treibsand. Ja? Man sollte also zusehen, dass man da nicht stehen bleibt. Das ist nicht gut. Ja? Aber es ist auch kalkulierbar. Oh, das sind Pfeile. Passiert aber nichts. Okay. Ja, also das ist so ein klassisches Spiel, wo man sich den Raum besser immer erstmal anguckt und überlegt, was einem alles passieren könnte. So. Aber ich glaube es... Aha. Geht relativ einfach los. Oh, Diamanten. Juwelen. So. Wie gesagt, ich habe mir dieses Spiel bestellt bei Collector Vision. So hieß die Firma. Da hängt wohl auch der John Lester mit drin, der Gamester 81. Die haben dieses Spiel auch für eine Reihe von Systemen wohl schon rausgebracht. Ja. Ah. Und dann irgendwann kam dann eben auch Werbung für die C64-Fassung. Limited Edition Cartridge, da bin ich natürlich voll dabei. Oh. Ja, und dann kam und kam das nicht. Es gab keine Versandbestätigung, es gab keine Antwort. Ja, oh, okay, okay. Ah, das war knapp. Irgendwann kam es dann und man muss vielleicht dazu sagen, ne, das Ding hat so viel gekostet, wie wenn man bei Arch CD ein Cartridge bestellt. Also umgerechnet so mit Versand 55 Euro. Und da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Also ich habe das Ding ausgepackt. Die Platine im Modul war nicht festgeschraubt. Da habe ich die Schraube getauscht, damit die Platine überhaupt nicht mehr in dem Modul gewackelt hat. Dann war ein Poster dabei. Das war schon, obwohl es neu war. Oh. Das war fies. Obwohl es neu war, hatte es schon quasi so Spuren, als wäre es schon 20 Mal gefaltet worden. Und die Packung selbst ist doch sehr sparsam. Also es ist sehr dünne Pappe. Und es ist nicht das...
geschnappt. Ratte. Nein, die Schlange. ist nicht das, was ich gewohnt war. Und zumal die so einen Hype drum gemacht haben. Ja. Aber das Spiel selber, muss ich sagen, versöhnt mich so ein bisschen damit. Ja, weil es ist schon schön gemacht. Ja. Wenn ich mir das so angucke, normalerweise mag ich so Spiele mit so High-Risk-Grafik nicht so, aber hier wurde das wirklich schön gemacht. Achso, ich brauche einen Schlüssel dafür, gell? Ja, gut. Warte mal, es gibt eine Karte. Es gibt eine Karte. Wollen wir mal checken, was wir hier schon gemacht haben. Okay. Das Problem ist, wie komme ich darüber? Gar nicht. Ja, weil da sind ja diese Pfeile. Wenn ich da drauf springe, ist Ende. Ne, das kann ich nicht machen. Ich probier's mal unten rum. Hm. Ja. Also für den Preis, daran müssten die echt arbeiten. Moment mal. Ja, hier unten war ich noch nicht. Genau. Daran müssten... Ah, komm schon! Verdammt! Wieso geht er nicht runter? Oh Mann, das war jetzt unnötig. Wieso geht denn die Leiter nicht runter? Was ist denn das jetzt? Okay, versuchen wir es anders. Na, für den Preis hätte ich mir mehr gewünscht. Aber das Spiel, wie gesagt, ist schön. So, doch, zurück zum Text. Und diese Grafik finde ich doch sehr hübsch gemacht. Weil der Detailreichtum ist wirklich gut. Und was mir auch gut gefällt, ist der Einsatz der Farben. Also, oh Gott, ey. Ich finde das wirklich... wieso geht die Leiter nicht runter? Ah, jetzt, okay. Also ich muss immer ein bisschen links bleiben schon da. Das ist ein bisschen doof gelöst. Ja, nein. Okay, wo war ich denn jetzt noch nicht? Ich muss da oben, ich muss mal mehr nach links. Das ist so ein klasse Spiel für Leute, die gerne Karten zeichnen. Da geht's nicht weiter. Ah, wo kann ich denn noch hin? Aber da ist doch ein Tor. Das ist doch komisch. Das sind doch Verbindungsstücke da, dachte ich. Das ist nicht ein bisschen... Hm. Naja. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Ja, also ich mag die Grafik wirklich sehr. Ist ja witzig. Vorhin war ich in dem Raum. Das mit der Leiter ist echt blöd. Ja, manchmal ist es schon doof. Wo kann ich ihn hin? Vielleicht sollte ich doch lieber weiter runter gehen. Hm. Ich habe noch nicht einen Schlüssel gefunden. Na, jetzt geht's. Ah, da steht ein Typ. You need 60 diamonds to pass. Okay. 18 Stück, ne? Das dauert noch ein bisschen. Ach so, ich komme nicht an dem vorbei. Okay, verstehe. Hm. Na gut, dann müssen wir uns was Neues ausdenken. Insgesamt, also hier Animation der Spielfigur. Atmosphäre der Grafik, der Räume. Ist super. Der Soundtrack ist ein bisschen repetitiv vielleicht. Aber ansonsten... Oh nee, das ist echt knapp. Knapp bemessen. Wo war ich denn schon? War ich da noch? Lass mal runter. Oh, so ein Extra-Leben. War das ein Extra-Leben? Oder? Ich hab keine Ahnung. Oh nee.
Oh, Game Over. Hey, wenn du hier bist, dann hast du es nicht geschafft, den Ausweg zu finden. Es tut mir wirklich leid, dass ich feststellen muss, dass Schädel, Spinnen und Schlangen dich stoppen konnten. Ach, da oben, rechts. Ah, ja, den kennen wir. Ja, das ist nämlich Panama Joe aus Montezuma's Revenge. Das ist quasi der spirituelle Vorgänger davon. Ja, from completing a mission, ja. Ich bin Panama Joe und ich bringe dich zurück zum Anfang, ja. Montezuma's Revenge habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Das ist ein kackenschweres Spiel. Ich habe das als Kind gern gespielt, aber ich bin da fast dran verzweifelt. Ach, machen wir noch eine Runde. Gehen wir mal andersrum. Mal gucken, was in der linken Richtung so ist. Ja, das hatten wir ja alles schon. Ja, ich weiß, ich weiß. Okay. Versuchen wir es mal weiter links. Ja, ich bin ja jetzt da und ich hatte mich ja die ganze Zeit in der rechten Ecke rumgedrückt. Ich versuch's mal links. Mal gucken, was es da gibt. Was ist das? Oh, eine Tür. Okay. Ah, ich verstehe. Das ist ja cool. Ist das ein Extra-Leben? Nee. Lass mal aufladen. Da oben hat der mich erwischt. Das ist ja unfair. Habt ihr das gesehen? Das ist ja kacke. Boah. Woran man da alles denken muss. Das war nicht okay. Muss ich ehrlich sagen. Die Sprite-Kollisionsabfrage ist doch ziemlich gnadenlos. Eigentlich sogar ein bisschen unfair. Da kommen wir so nicht vorbei. Das ist mir jetzt so. Gehen wir mal hier lang. Ah, hier war ich ja schon. Da war ich aber noch nicht, oder? Nein. Ah! Die goldene Ananas ist ein extra Leben. Ich glaube, das ist nicht so gut. Mit dem. Es ist gut, diese Kartenfunktion zu haben. Weil, sonst verliert man echt den Überblick. Und ich bin, ehrlich gesagt, noch nie so ein Kartenzeichner gewesen. Ich habe das mal gemacht. Bei Turrican damals. Aber... das war sehr mühselig und deswegen... So, der hat ja vorhin gesagt, ich brauche 60 Diamanten, um irgendwo vorbeizukommen. Was so viel heißt wie? Was ist denn das? Okay. Nein! Was so viel heißen kann wie, dass das A zum einen ein wichtiger Weg ist und B, dass ich viel zu tun habe. Okay, da geht's weiter.
Ich mag das. Mir gefällt das. Nicht nur, weil ich einen Haufen Geld dafür bezahlt habe. Es ist liebevoll gemacht. Es ist ein schönes Spiel, ja. In diesem klassischen Stil. Was gibt's denn oben? War ich oben schon? Oben war ich schon. Gucken wir mal hier. Na komm. Das ist wieder so ein Raum. Boah, das war eng. Ah, da ist... Hui! Key I used to open chests inside them are diamonds. Ja, toll! Ich habe noch nicht einen Schlüssel gefunden, oder? Ja. Ah. Das Gute ist... Ach, Mann! Ich wollte nicht springen. Jedenfalls nicht da schon. Ey! Na gut, dann mal was anderes. Huh, knapp. Versuchen wir es mal hier. Achso, komme ich nicht durch. Ja, also. Also das mit dem Leitertreffen ist in der Tat ein bisschen komisch gelöst, aber auch eine Sache der Gewöhnung. Oh oh, oh oh, scheiße, Sackgasse, fuck. Komme ich da raus? Nein. Ah, wie blöd. Okay, ich komme da nicht hoch. Das lassen wir mal besser bleiben. Ah, hier mal weiter. Hier waren wir ja noch nicht, glaube ich. Okay. Ah, ein Key, ist es wahr. Okay, jetzt muss ich nur einen Chest finden. Diese Biene. Oder was auch immer das sein soll. Knappe Sache das. Wo sind wir denn jetzt? Ah, ich erinnere mich, hier waren wir schon mal. Der schießt auf mich. Reicht das? Nein, reicht nicht. Okay, also hier gibt es nichts zu holen. Ja, und ich mag so Kram. Ich habe auch Rick Dangerous gemacht. Figur, also das ist wirklich top, ja. Das ist wirklich alles schön gemacht. Ja. Knapp. Die Farbe der Diamanten scheint egal zu sein. Extra Life. Ja, die Musik ist toll, also das passt zur Atmosphäre, aber dass der Track so kurz ist, das stört mich. Das finde ich schade. Da ist eine Truhe. Wie mache ich das jetzt? Ich muss mal beobachten, was diese... Oh Gott, Dummheit. Ach so. Ich von der anderen Seite kommen. Ja. Ich
Okay, und wie viele waren das jetzt? Jetzt habe ich... Ah, 64. Okay, jetzt müsste ich eigentlich nur noch diesen Typen finden, der mir gesagt hat, ich kann nur passen. Das war irgendwo da unten, ne? Gute Frage. Da geht's nicht weiter. Oh nee! Feierabend. Ja. Schade. Ich werde wieder hinausgeleitet. Ja. Und es geht wieder von Anfang an los. Ich denke, das reicht jetzt. Ihr habt einen schönen Eindruck vom Spiel bekommen. Ich habe meine Geschichte erzählt. Ich werde bei Collector Vision so schnell nichts mehr bestellen, aber ich glaube, bis sie das nächste Mal was machen mit C64, wird auch ein bisschen dauern. Ich war ja nicht der Einzige, der angepisst war. Nichtsdestotrotz ist es ein schönes Spiel. Ja, also Sydney Hunter and the Sacred Tribe ist eine Empfehlung. Kann man wirklich toll spielen. Und man hat viel zu suchen. Man muss sich auch ein bisschen was einprägen oder eine Karte malen, damit man ungefähr weiß, wer wo ist. Ja, weil die Karte zeigt einem ja nur, in welchen Räumen man schon war, aber nicht, was drin ist. Zum Beispiel einen Stammeshäuptling, der einem dann sagt, du darfst erst nach 60 Dingern vorbei, 60 Diamanten. Ich wüsste jetzt nicht, wo der war, habe ich mir nicht gemerkt. Ja, also, Karte zeichnen ist angesagt. Vielleicht mache ich jetzt auch Montezumas Revenge mal irgendwann demnächst, ja, auch wenn das ein kackschweres Spiel ist, ja, nur damit ich es dann auch mal gezeigt habe. Das ist von 1984 oder so und dann könnt ihr auch mal sehen, wie sowas damals aussah, weil das hier ist ja jetzt ein moderner Vertreter. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Bis zum nächsten Video bleibe ich, euer Alex, warte auf eure Kommentare und Likes und ihr seid die Geilsten. Ciao, ciao!